Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Genshin Impact. Und wir müssen mit Lisa sprechen. Und werden heute wahrscheinlich Abenteuerstufe 50 erreichen. Nach Jahren der Verzweiflung. Wenn das Spiel dann mal wieder lädt. Teilweise echt krank. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es wird halt immer schlimmer. Das stört mich so sehr. Keine Ahnung. Ups. Nein. Bitte gehen Sie weg, Sir. You've returned. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Nice. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. Die Belohnung. You are a voracious one, aren't you? Look, over there on the shelf. Isn't that the Teyvat travel guide? And look how many copies there are. The Teyvat travel guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Teyvat travel guide was just bait to get us to do a day's work. I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow! Lisa went and bought us some special souvenirs! In fact, they were intended for our next outing, but... Never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. Nimm dir den Reiseführer. Oh, Baby. Damn, ich glaube, das war mit Abstand der kürzeste Legendenauftrag von allen, glaube ich. Warte, was? Okay, da war jetzt zu viel gerade. Warte mal, was? Sie den Heldentaten auf der Suche nach den Büchern zu. Ah. In Liyue ankommen wollt ihr Paimon und du die Ausgabe des Reiseführers Teyvat für Liyue kaufen, eine besondere Orte von Interesse. Ah, okay, der Legendenauftrag hat quasi einen Folgeauftrag. Und warte mal, Fabulae Textile? Das ist doch der Auftrag, den ich hier abschließen muss. Yes! Das heißt, wir können dann alle Aufträge abschließen. Geil. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um die... Ja gut, wir müssen erst aufsteigen, ne? Die Belohnung kriegen wir nicht. Ja, die Belohnung kriegen wir nicht. Ja, dann machen wir Abenteuerstufe 50 Weltaufstieg. Let's go. Let's get it poppin'. Dann können wir nämlich auch Shlongli und wie sie alle heißen, auf Level 90 pushen. Wobei, ist Barbara überhaupt schon Level 80? Warte mal. Schon, oder? Ja, ja, genau. Der einzige Held, mit dem ich Freundschaft 10 habe. Genau. Na, 80 sind die alle. Alle außer... Xiangling. Trotzdem mal kurz einen Abstecher. Doch, Belohnung für Abenteuerstufe kann man sich trotzdem holen. Ach so, lol, Moment mal, stimmt. Ach, die Abenteuerbelohnung, echt? Ich dachte, man konnte sich immer nur... Ach, never mind. Okay, achso, das heißt, wir müssten es jetzt gar nicht machen. Also man könnte noch warten, theoretisch, bis wir Level 51 erreichen. Ja, aber nee, wir machen es schon. Kriegen wir nochmal, kriegen wir zweimal vorbestimmtes Schicksal. 100 Urgestein, damn. Das heißt, die nächste Betenfolge rückt näher. Okay. Abenteuerlimit auf 55, das ist ja voll wenig. Stufenlimit. Wait, what? Oh, achso, Moment, das ist die falsche Quest, lol. Abenteueraufstieg hier. Das ist doch diese Ruine. Der Midsommerhof. Wo wir einmal reingegangen sind. Oh Gott.
Das ist jetzt immer mal so eine Katastrophe. Na gut. Was, die Stufe der aktuellen Truppe ist etwas niedrig? Alle meine Charakter sind Maximallevel, das kann überhaupt nicht sein. Ach so, ne, Moment mal. Ah. Nein, nein, ich kann die jetzt aufsteigen lassen, ne? Stimmt. Ah ja. Stimmt, dafür muss man den Aufstieg ja gar nicht machen. Dafür muss man einfach nur Level 50 erreichen. Ja, wartet mal. Dann können wir noch probieren, zumindest Zhongli, wobei ich den jetzt eh nicht benutzen würde. Uff. Ja, das ist eine Elektrohypostase, ne? Das heißt, ich brauche Zhangling und den Traveler. Traveler? Ach, als ob, mir fehlen Windmühlenastern. Ach, come on. Ja, Mist, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Das habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich die Charakter vorher schon leveln kann. Wobei es eigentlich kaum einen Unterschied machen dürfte. Also ich meine, wenn du das jetzt mit Level 80 nicht schaffst, schaffst du es mit Level 90 auch nicht. Es ist halt schwieriger. Ja. Dann gucken wir mal bei den Charakteren, die wir aufsteigen lassen können. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Zhongli aufsteigen lassen können. Zwei Stück davon, verdammt. No way. Okay, never mind. Das könnte knapp werden, aber ich glaube, es reicht nicht. Verdammt nochmal. Drei davon? Na doch, wobei, jetzt müsste es eigentlich reichen. Jetzt müsste es eigentlich genau reichen. Genau. Boah. Knappe Kiste. Das war eine knappe Kiste. Jetzt müsst's gehen. Yeah. Easy. Alright. Und das heißt, man kann jetzt nur noch auf Level 90 machen und dann ist er fertig, oder? Oder das werden wir nicht schaffen. Das reicht nicht mal ansatzweise. Alter, ist das krank geworden, ey. Erstens mal kostet das so viel Mora. Ich habe jetzt endlich wieder die 2 Millionen geknackt, weil ich die ganze Zeit nur noch Mora gefarmt habe. Aber da braucht mir noch tonnenweise Erfahrung. Ey, das ist ja geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Na ja, gut, dann gucken wir bei Fische, was fehlt uns da? Uff, da fehlt uns im Endeffekt auch nur 6-mal. 6-mal? Na ja, gut, dann fehlt uns das hier logischerweise auch. Aber hier fehlt uns wahrscheinlich auch... Ne. Ja, wobei, dann würde ich sogar eher Beidou machen. Aber ich denke nicht, dass wir 6 von diesen Dingern herstellen können. How about one? Na ja, gut, okay, es werden wahrscheinlich 3 oder so. Aber das reicht trotzdem nicht. Das reicht trotzdem nicht. Naja, 4. Fünf. Damn, es fehlt einer. RIP. Ich habe überhaupt keine Hypostasen mehr gefarmt in letzter Zeit. Ja gut, dann never mind. Machen wir jetzt einfach den Aufstieg mit den aktuellen Charakteren auf dem aktuellen Level. Passt schon. Abgesehen davon benutze ich die ja sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt geupgradet habe. Zhongli, die benutze ich jetzt auch nicht. Das war eigentlich pretty senseless. Wobei, was könnte man denn für eine Combo machen? Ah, für den Boss ist halt Traveler und Zhangling am besten. Das heißt, die Kombi, beziehungsweise könnten wir auch Bennett nehmen, theoretisch. Ja, würde ich sagen, nehmen wir statt... Oh, das ist aber schon ein tougher Call, ey. Weil, ja, das Problem ist halt, Bennett habe ich halt nicht wirklich... Ich wollte es auch sagen, ey. Das hoffe ich für dich, Bro. Ja, aber zwei Feuerhelden sind besser als einer. Ja. Probieren wir es mal. Ist zumindest mal was Neues. Wir hätten jetzt auch Zhongli als letzten Helden noch mitnehmen können, theoretisch. Wäre auch mal was anderes gewesen. Probieren wir es mal. Ob das worked. Ob das worked. Work outed. Uff.
merke schon. Wenn man Gegner runterschmeißen kann, dann definitiv die Runterschmeißoption nehmen. Das geht immer am schnellsten. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den. Ach komm. Hallo? Ach, kann man den gar nicht aufwecken? Der greift uns erst, wenn wir die Hilly-Choice uns bemerken. Really? Was für ein Bullcrap. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Damn, ich dachte, den könnte man auch selber triggern. Das ist natürlich schade. Oh. Ja, das ist jetzt auch nicht so geil. Aber das Feuerfeld ist echt nice mit dem Traveler zusammen. Zumindest eine kleine Kombi am Start. Ja gut, dann töten wir erst die Hilly-Choice. Na, das andere macht keinen Sinn. Ja, uns fehlt auf jeden Fall der Zhongli und Beidou-Damage. Das sind halt meine Haupt-Damage-Dealer. Wenn die nicht dabei sind, ist schon RIP. Wobei der hier gar nicht so bad Damage macht eigentlich. Der Windfalk ist schon heftig geupgradet. Merkt man schon. Dein Schild kannst du gleich wieder abgeben, Freundchen. Ach komm. Na, ich habe die Kombi halt auch noch nie gespielt. Ne? Das ist natürlich. Ach so, ja gut, was ich auch ganz vergessen habe, sind Power-Ups. Eigentlich sind die ersten Gegner hier sogar am ätzendsten. Weil die haben keine elementaren Schwächen. Also die Abgrundmagier am Ende und die Hypostase, die haben ja Schwächen, Schwachpunkte. Und entsprechend kann man die auch vielleicht da mit den richtigen Elementen countern. Und entsprechend killen. Aber die hier natürlich nicht. Zumindest hat der Ruinenwächter zwar auch einen Schwachpunkt, aber der ist... Na gut, das war ziemlich dämlich. Warum wechsle ich auf den Low-Life-Character? Das Problem ist davon, dass fast jeder Charakter von mir One-Hit, der seinen Shit macht. Jetzt fühlt es sich wieder, letztes Mal, glaube ich, gesagt, es fühlt sich so an, als hätte ich das letzte Mal mit Level 1 gemacht, gefühlt. Weil es da so schwierig war. Jetzt wiederum ist es irgendwie auch wieder sauschwierig. Okay, die Ulti-Kombo war jetzt nicht schlecht. Zumindest der Hilly-Chol hat er fett gefressen. Den müssen wir auch mal loswerden, weil der nervt mega. Obwohl er eigentlich sau schwach ist. Ja, mir wie oft der seinen dämlichen Ansturm hat, ist auch so nervig. Der Hilly-Chol langsam mal dead. Uff. Und Bennett. Bennett ist auch gleich dead. So, da ist der mal down. Ich wollte das Ding aufsammeln. Der hat mich einfach legit gebodyblockt. Was für ein Prank. Jetzt können wir gleich nochmal eine Ulti-Kombo machen. Dann machen wir auch nochmal die vom Traveler. Weil die gegen den Ruinenwächter nicht so geil ist. Man macht zumindest ein bisschen Damage. Wir haben ihn erfasst. Und wie gesagt, das ist eigentlich meiner Meinung nach mit der ätzendste Gegner hier.
Also die Hillichurls sind schon auch saunervig. Ich finde der Ruinenwächter ist mir Abstand am nervigsten. Weil der, bis auf die Stelle, wo du halt mit einem Bogenschützen hinschießen kannst, keinen direkten Schwachpunkt hat. Oder zumindest keinen Elementarschwachpunkt. Das ist schon nervig. Das ist sehr nervig. Und got him. Endlich. So, das hat jetzt echt lange gedauert. Ja gut, ich meine, solange die Power-Ups nicht abgelaufen sind, ist alles okay. Du weißt, dass du richtig lange für einen Gegner brauchst, wenn die Power-Ups ablaufen. Dann ist es too much. So, die Gegner hier ignorieren wir immer. Und den kann man einfach vorbeilaufen. Das ist Gokai Stresnit. Der Typ hier ist jetzt wieder nervig. Nervig, aber deutlich schwächer als der andere. Oder beziehungsweise die Kombination aus Hillichurl und Ruinenwächter. Oh mein Gott. Na gut, machen wir erst die Bogenschützen schnell. Na, letztes Mal, glaube ich, auch so gemacht. War ja nicht immer so. Mit der Hillichurl muss sie sowieso hinterherlaufen. Nicht du ihm. Ich führe die Leine, nicht der Hund. Kappe. Ich führe den Hund, nicht den Hund. Ich habe nicht mal einen Hund, by the way. So, ready für die Fire-Combo, mein Freund. Erstmal ein Schild hergeben. Moment mal, Alter, wie lebt denn das Vieh da schon wieder? Kann nicht sein. Die Fähigkeit macht halt auch einfach legit keinen Damage. Ich weiß nicht, ob ich die einfach nicht gelevelt habe oder ob die einfach legit schlecht ist. Power-Ups sind wieder ausgelaufen. Na gut, mit Level 90 haben die schon echt viel Leben, die Viecher, da kann man nichts sagen. Die sind mit Level 80 ja schon nervig, aber mit Level 90 ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Tschüss. Endlich. So, jetzt kommen diese Fatui-Halsabschneider. Die sind auch nicht gerade geil. Die sind auch nicht gerade geil. Die werden vor allem ohne Jongli werden die ziemlich ätzend. Weil die so ultra viel Schaden machen. Bei jedem Helden. Und Jongli quasi der ultimative kriegt kein Damage-Held ist. Oh mein Gott, wow. Alter. Was zum Teufel hat mir gerade so viel Damage gemacht? Oh mein Gott. Ich will vor ihm wegrennen. Das Problem ist, das Gute ist... Das Problem ist, dass man ihn nicht sieht, aber das Gute ist, man muss ihn nicht unbedingt sehen. Aber dem Fatui-Typen bin ich... Alter, hat er gerade Zhangling gewonshottet? Ich bin mir... Also gut, okay, ich habe auch keine Death drinnen, nicht Idiot. Ähm...
Oh, nein, nein, nein. Oh. Oh, puh, sie ist nicht gestorben. Ja, ich wollte fragen, ob die Traveler-Ulti bei dem funktioniert. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Weil das wäre natürlich eine sicke Kombi. Mit jetzt Bennett und Jungling plus Traveler Ultimate. Da sollte auch so ein starker Gegner eigentlich fett Damage kassieren. Das Problem ist nur, ich habe keine einzige von den genannten Ultimates. Das könnte ein kleines Problem darstellen. Na gut, jetzt hier zeige ich noch die von Jungling. Alter, willst du mich verarschen? Der macht 8k Damage. Auch mit Death Buffs. Na gut, okay, die Doppel-Ultimate können wir jetzt vergessen. Oh mein Gott, das funktioniert, yeah. Okay, das hat nicht funktioniert, RIP. Jups, verkackt. Aber gut, grundsätzlich wird er von Ultimate getroffen, das wäre das, was ich rausfinden wollte. Das war das Interessante. Ich wollte gerade sagen, müssten jetzt nicht eigentlich neue Hidichos spawnen? Da sind sie schon. Der Typ macht so einen geisteskranken Damage. Das ist halt auch übelst unverhältnismäßig einfach. Weil das ja nicht mal ein Boss ist. Das ist nur ein... Naja, ein Mid-Boss. So wie die Hilichoice oder Mitachoice halt. Macht aber einen Damage, als wäre ein Endboss. Das ist halt komplett geisteskrank. Na gut, das ist halt auch so ein Assassinen-Typ. Viel Damage, hält dafür aber wenig aus. So, jetzt sind wir die schon mal los. Jetzt noch zwei von denen. Und dann haben wir es. Dann haben wir nur noch Mr. Nervig. Jetzt hat's geklappt. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich seine E nie richtig benutze, ist wegen dem Rückstoß. Wow, da hätte ich sie einmal richtig benutzt, dann stirbt er gleich. Ja, also gegen den Gegner macht es sowieso keinen Sinn, aber ich meine, grundsätzlich benutze ich die eigentlich nur wegen dem Rückstoß nicht richtig, weil ich das irgendwie sau nervig finde, dass er da selber Damage bekommt, beziehungsweise sich halt immer zurückstoßt und dann zwangsläufig in der Folge davon Damage bekommt. Alright, aber ist schon ganz schön ein Struggle, keine Frage. Ich müsste mir für sowas eigentlich auch mal ein neues Team machen, glaube ich. Also auch mir vorher mehr überlegen. Außer echt sagen, Jungling und Bennett sind nicht gut geupgradet, also... Ich habe da eigentlich alles in Zhongli und Beidou gesteckt. Man braucht so krank viele Ressourcen, hat einen gewissen Stand der Fähigkeiten und so, dass das gar nicht so einfach ist, mehrere Charakter auf einem extrem hohen Level zu haben. Er hat mich halt einfach getötet, während er selber gestorben ist, ey. Oh. Lol. Das war nice. Na, jetzt haben wir es eh fast geschafft. Ich glaube, ich belebe aber tatsächlich Jungling zuerst wieder. Weil die offensichtlich beide zu wenig... Ja, zu wenig Power haben, um hier zu bestehen. Und das heißt, ich... lege mehr Wert auf die Fähigkeit, die einfach passiv aktiviert werden kann und dann Damage dealt. Das kannst du halt bei Bennett nicht machen. Und ich hau auch gleich neue Power-Ups rein, keine Frage. So, dann lebt die schon mal wieder. Dann machen wir die mal Full Life. Ey.
So. Na ja, gut, 90 Sekunden auf Bennett. Passt schon. Naja, die stehen schon da, die müssen gar nicht erst spawnen. Also machen wir nochmal. Zack, zack. Alright, dann hoffen wir, dass wir hier gut durchkommen. Abgrundmagier sind ja mit Abstand das Ätzendste. Vor allem die Kombo aus Eis und Wasser. Aber naja. Genau deswegen ist die Kombo ja in dem Dungeon drin. Oh nein, jetzt hätten wir es geschafft. Nein! Oh mein Gott, wir hätten beide Bubbles gebreakt, wenn die mich nicht unterbrochen hätten. Wir hätten beide Bubbles gebreakt. Oh mein Gott. Good time for some food. Alright. Am besten die Bubble von dem auch noch breaken, genau. Dann ist er nämlich mal so nervig. Jetzt wäre eine Jungling Ultimate ganz geil. Oh, aber es sieht schlecht aus. Uff. Wie sieht es bei Bennett aus? 20 Sekunden? Oh Gott. Könnte knapp werden. Ja, der stellt seine Bubble gerade wieder her. RIP. Nein! Ach du räudiger, Alter. Okay, den haben wir. Okay, one man down. Das passt schon so. Nochmal alle full heilen. Jetzt mache ich die Ultimate nicht mehr. Ach komm. Was für ein Timing. So, jetzt haben wir ihn. Ich weiß gar nicht, wie lange muss man die Fähigkeit halten, damit die voll aufgeladen ist. Ah, die macht er dann automatisch. Okay. Ich weiß nicht, ich finde die irgendwie so nervig. Weil mit dem Rückstoß verlierst du so viel Zeit, dass der überhöhte Damage dir auch nichts bringt. But that's just my opinion. So. Gut, dann müsste jetzt eigentlich der leichte Teil kommen. Also das müsste jetzt eigentlich viel leichter sein. Hopefully. Bin mal gespannt, wie viel Schaden ich da mache. Ach du heilige Scheiße. Na gut, okay. Ja gut, es geht echt. Na Mensch. Sah im ersten Moment ziemlich schlimm aus. Nee, es geht echt voll klar. Für 8 Minuten Zeit. Easy. Ich darf ihn nur nicht treffen lassen, die macht wahrscheinlich auch geisteskranken Damage. Also ich darf halt nicht aus Versehen sterben, das wäre nicht so gut. Na, die geht runter wie Butter. Sag ja, das ist der leichte Part. Nein! Ich hab... Oh mein Gott, ich hab aus Versehen E gedrückt. Jetzt kann ich mal die Ultimate von dem hier machen. Totally fine. Wenn ich gerade die E von Jungling nicht verkackt hätte, der hätte schon weit unter der Hälfte wahrscheinlich. So wie jetzt. Fähigkeit lädt viel zu lange auf, ey.
Uff. Da war ganz schnell weg. Okay, nice. Wir haben nochmal seine Ulti von Bennett. Das heißt, bei der nächsten größeren Fähigkeit von ihm können wir ihn finishen. Oh mein Gott. Oh, das war knapp. Oh oh. Das war so schnell, dass die Fähigkeit nicht mehr vom Cooldown zurück war. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo man aufpassen muss, dass man nicht die falsche Fähigkeit gerade einsetzt. Jetzt hat man sie nicht ready. Das heißt, jetzt auf jeden Fall das letzte Mal die beiden E-Fähigkeiten eingesetzt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das hätte wegen einem Damage nicht gereicht, gefühlt. Oh, das ist nice. Es war legit ein Hit. Easy. Also der Ruinenwächter war mit Abstand der stärkste Gegner. Oder beziehungsweise der nervigste, wo am längsten gedauert hat. Puh. Die Hypostase ist dagegen ein Kinderspiel. Das ist eigentlich echt lächerlich, wie die das gemacht haben. Also ich finde nicht, dass der Endboss so einfach sein sollte im Vergleich zu den anderen. Aber gut, liegt natürlich auch an den Helden und Fähigkeiten und so, die man benutzt. Bennett zum Beispiel. Ich meine, wenn man sich das mal anguckt, was ich ja gerade benutzt habe für Helden. Naja. Achso, Moment mal. Jetzt bin ich bei Truppe reingegangen, ich Idiot. Hier. Talent, Stufe 323 mit Level 80. Gut, die Waffe ist ziemlich gut, muss man sagen. Okay. Aber das war's dann ja schon. Sternbild ist okay, Artefakte sind auch okay. Genau. Aber halt, ich meine, Talente sind auf jeden Fall ziemlich schlecht. Ich meine, hier steckt ja schon eine Menge Damage drin. Wenn man sich das mal anschaut, 6% Schaden und das noch auf mindestens 3 Stufen, weil bis Stufe 6 geht es ja noch verhältnismäßig einfach. Also, ja. Und Jungling war nicht mal Level 80, die ist nur Level 70. Da weiß ich gar nicht, wie sind die Talente. Na gut, die Ultimate ist ziemlich gut. 2, 4, 7. Gut, sie hat keine gute Waffe. Und bei der könnte ich eigentlich mal eine Stufe 4 Waffe geben, oder? Müsste ich doch bestimmt noch eine haben, ja. Keine Ahnung, warum die denn nicht hatte. Ja gut, Artefakte habe ich erst durchgeschaut bei den meisten. Die müssten ziemlich aktuell sein. Ja, aber trotzdem, es waren auf jeden Fall nicht meine Main-gepushten, Main-equippten und Main-geabten Helden. Also, ja, muss man schon dazu sagen. Na gut, das heißt, Weltstufe-Auftrag abgeschlossen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein. Würde mich ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.